Rheingauer Brettspieltreff, weil analoges Spielen Spaß macht. Hallo Brettspielfreunde. Heute stelle ich euch eine Messeneuheit 2019 vom Hans im Glück Verlag vor im Vertrieb von Asmodee, nämlich Marco Polo 2 im Auftrag des Kahn für 2 bis 4 Mitspieler ab 12 Jahren. Im Spiel Marco Polo 2 sind wir in Peking angekommen und nehmen jetzt Aufträge des Kahns entgegen. Wir reisen durch China in die verschiedenen Städte. Wir bekommen im Laufe des Spiels Waren und Kamele und diese werden dann in den Städten unter anderem in Siegpunkte umgewandelt. Wir spielen über 5 Runden und bekommen dann in der Abschlusswertung noch Siegpunkte und wer am Ende des Spiels die meisten Siegpunkte hat, der gewinnt. Wir bekommen zu Spielbeginn jeder ein Spieltableau. Da sind Handelsposten drauf, die wir benötigen, um in den Städten, die wir auf unseren Reisen besuchen, dann auch dementsprechend nutzen zu können. Dann jeder 3 Kamele, 8 Geld und das Wichtigste natürlich bei Marco Polo, jeder seine eigenen 5 Würfel. Dann bekommt jeder noch eine Zielkarte, die man sich aussuchen kann. Ich habe hier für ein 2-Personen-Spiel jedem eine Zielkarte gegeben. Dann kann sich auch jeder noch von den Charakterkarten hier eine Charakterkarte aussuchen, die im Laufe des Spiels auch noch nützlich sind. Und dann kann es im Prinzip schon losgehen. Der Spielablauf ist im Prinzip schnell erklärt. Jeder hat ja 5 eigene Würfel. Man kann in jeder Runde sich noch einen von diesen 4 schwarzen Würfel dazu kaufen und dann wird einfach gewürfelt. Jeder würfelt entweder mit seinen eigenen und eventuell noch einem schwarzen Würfel und setzt dann seine Würfel abwechselnd auf 1 der 7 Aktionsfelder. Hat jeder seine Würfel eingesetzt, ist die Runde zu Ende und es beginnt eine neue Runde. Das ist im Prinzip der ganze Spielablauf. Damit wir jetzt mal ein kleines Let's Play machen können, hier in dem aufgebauten 2-Personen-Spiel, müssen wir natürlich auch die 7 Aktionsfelder etwas näher erklären. Apropos 2-Personen-Spiel, da gibt es bezüglich der Ablagefläche auf den Aktionsfeldern Einschränkungen. Diese Einschränkungen werden hier mit den Würfeln der nicht benutzten Mitspieler gesetzt. Das habe ich hier schon gemacht. Die Spielmarker der Spielspieler kommen hier auf die 50 und hier für die Reise dementsprechend nach Peking. Ich beginne mit dem Aktionsfeld 1. Das seht ihr hier. Das sind hier 3 Einsatzmöglichkeiten für Würfel. Das sind die sogenannten Bücher. In jedem der drei Bücher die Möglichkeit hat, 4-mal etwas zu bekommen. In dem ersten Buch, da ist es egal, welche Würfelzahl gewürfelt wurde. Da darf man sich also entweder 2 Jade und 2 Pfeffer oder 3 Geld und 2 Pfeffer nehmen. Zahlt man 1 Jade, darf man dann auch noch sich aussuchen, ob man 2 Geld nimmt, 2 Kamele oder 2 Pfeffer oder gegen Abgabe von 2 Jade dementsprechend 6 Pfeffer.
Hier muss man dann mindestens einen Würfel hinlegen, wo der eine 3 hat und kann dann dementsprechend die Auswahl vornehmen. Und hier muss man also dann als Beispiel mindestens eine 5 dann hinlegen, damit man die dementsprechenden 4 Auswahlmöglichkeiten hat. Als nächstes gibt es dann die Gunst des Kahns. Da hat man die Möglichkeit, 4 Geld und 2 Kamele zu bekommen. Da muss man nur beachten, dass, wenn schon Würfel liegen, die Augenzahl mindestens die gleiche sein muss oder höher. Da ist also schon vorgegeben, 2 Einser. Das heißt, wenn ich also da als nächstes einen Würfel hinlegen will, muss ich also mindestens eine 1 oder höher hinlegen. Bei allen Feldern ist zu beachten, dass bei fast allen ist zu beachten, dass man nicht zweimal seine eigenen Würfel legen kann. Das nächste Feld ist die Gildensiegel. Diese Siegel diese Gildensiegel werden teilweise bei anderen Aktionen benutzt, oder am Ende des Spiels. Dafür gibt es dann Zusatz-Siegpunkte. Bei den Aktionspunkten ist es so, dass es blaue Aktionsfelder und braune Aktionsfelder gibt, wobei ein braunes Feld immer nur von einem Würfel benutzt werden kann. Bei blauen Aktionsfeldern ist es so, dass man da auch noch selbst Würfel einsetzen kann. Allerdings muss man dann die Höhe des niedrigsten Wurfes in Geld an den Mitspieler zahlen, der da schon liegt. Ja, also wir waren bei den Gildensiegeln. Man kann diese Gildensiegel dann im Laufe des Spiels auch aufwerten. Das werden wir dann eventuell noch erklären beim Let's Play. Und die aufgewerteten Gildensiegel geben dann auch noch zusätzliche Boni und bringen am Schluss noch Siegpunkte. Dann ist die vierte Möglichkeit natürlich das Reisen. Wie viel man reisen darf, wird hier auf diesen Feld bestimmt, und zwar durch das Platzieren der Würfel. Wenn du auf der untersten Leiste einen Würfel hinsetzt, spielt die Augenzahl keine Rolle. Du zahlst einfach 2 Geld und darfst einen Schritt mit deinem Spielstein vorwärts ziehen. Auf der mittleren Leiste ist es dann so, dass du also mindestens 2 Würfel hinlegen musst, und die niedrigste Augenzahl gibt dann an, wie viele Schritte du vorwärts ziehen darfst. Und dementsprechend auf der oberen Leiste muss man dann 3 Würfel hinlegen. Und auch da ist es dann so, dass die niedrigste Augenzahl die Felder bestimmt, die du oben dann weiterziehen darfst. Ausgehend von Peking darf man also die dementsprechenden Augenzahlen dann ziehen. Entweder kommt man dann in eine Stadt, oder wie man sieht, hier auf so eine Oase, da kann man also auch stehen bleiben. Man muss auf jeden Fall die dementsprechenden Wegekosten bezahlen. Ja, das sind also zum Beispiel 4 oder 3 Geld oder auch Kamele. In den meisten Fällen ist es Kamele, aber auch Jade und Geld. Das muss man dann auf jeden Fall erst bezahlen. Und wenn man dann in so eine Stadt gekommen ist, dann muss man einen Handelsposten dementsprechend hier draufstellen. Das sind hier 4 Felder, für jeden Mitspieler 1.
Und der Erste, der in eine Stadt kommt, der darf sich hier das sogenannte Kontorbonus nehmen. Sofort, der kommt dann auch weg. Also wie gesagt, der Erste, der dahin zieht, darf sich hier diesen Kontorbonus nehmen. In einigen Städten gibt es hier solche Stadtkarten. Hat man diese Stadt besucht und einen Handelsposten dort hingestellt, darf man ab der nächsten Aktion, ab der nächsten Runde dann hier einen Würfel einsetzen, um die dementsprechende Aktion auszuführen. Man bekommt zu Spielbeginn einen Anfangsauftrag, den man erfüllen kann, bei dem man dann Waren oder Siegpunkte bekommt. Und solche Aufträge, die gibt es auch in einigen Städten. Wenn man also da hinzieht, beziehungsweise da dann auch einen Handelsposten hat, dann darf man sich so einen Auftrag nehmen und auf sein Spieltableau setzen. Es ist dabei aber zu beachten, dass man auf seinem Spieltableau nur Platz für zwei Aufträge hat. Also entweder erfüllt man diesen Auftrag, einen schon bestehenden Auftrag, oder man ersetzt dann einen schon liegenden durch einen neuen. Außerdem gibt es noch Städte mit Sonderbonus. Da bekommt man die dementsprechenden Boni, die hier oben abgebildet sind. Die werden auch in jedem Spiel neu gemacht. Und zusätzlich hat man dort dann auch noch die Möglichkeit, wie bei den anderen Stadtkarten hier im Laufe des Spiels, die in den nächsten Runden auch einen Würfel hinzusetzen, um die dementsprechende Aktion auszuführen. Man kann auch noch auf eine andere Art die Aufträge erfüllen. Das ist dann die fünfte Aktion. Wenn du hier einen Würfel einsetzt, dann darfst du bis zu zwei Aufträge erfüllen in den Städten, in denen du auch schon Handelsposten hast. Und zusätzlich darfst du dir auch noch drei Geld nehmen. Dann hatte ich ja schon von diesen Sonderstädten erzählt. Ein Aktionspunkt ist dann natürlich auch hier, kann man dann, wenn man vorher Handelsposten dort errichtet hat, auch einen Würfel einsetzen, um die dementsprechenden Aktionen zu machen. Das Gleiche ist dann auch bei diesen Stadtkarten. Auch hier kann man dann, wenn dort Handelsposten stehen, einen Würfel als Aktion hinsetzen und die dementsprechenden Aktionen dann ausführen. Ja, das sind die sieben Aktionen, mit denen man also durch Würfel einsetzen Aktionen machen kann. Man kann vorher und auch nachher noch jederzeit Zusatzaktionen machen. Wie ich ja schon erklärt habe, hat ja jeder zu Spielbeginn einen Auftrag bekommen, der dann eventuell durch andere Aufträge ersetzt oder beziehungsweise auf dem zweiten Feld ja noch ein anderer Auftrag liegen kann. Also eine Zusatzaktion ist, es kann man immer zwischendrin, also beziehungsweise kann man immer vorher und nach den Hauptaktionen, kann man also diese einen Auftrag davon erfüllen. Dann sprach ich ja schon von diesen Gildenkarten. Da ist es so, dass man dann bei einer Zusatzaktion diese Gildenkarten dann aufwerten kann. Dann gibt es hier noch dieses Geldsäckchen. Da kann man auch hingehen und einen Würfel dort ablegen, um drei Geld oder zwei Kamele oder eine Jade zu bekommen. Man kann auch nochmal einen Würfel neu würfeln gegen Abgabe von einem Geld. Gegen Abgabe von zwei Kamelen darf man eine Zahl von oben nach unten drehen. Und gegen Abgabe von drei Kamelen
kann man sich noch einen schwarzen Würfel pro Runde aufnehmen. Das Ganze ist hier auch nochmal erklärt. Das hier sind die Aufträge erfüllen, das ist das Siegel aufwerten. Dann kann man in dem Geldsäckchen Geld oder Kamele oder Jade bekommen. Dann gegen Abgabe der Kamele Würfel neu würfeln oder einen Würfel plus minus 1 oder sich einen schwarzen Würfel holen. Das waren also die 7 Aktionen. Kurz nochmal, das hier sind also die Bücher, wo man die Waren und die Kamele bekommt durch Hinlegen. Ja, hier muss man mindestens eine 1 würfeln, hier mindestens eine 3 und hier mindestens eine 5, um dann die dementsprechenden Aktionen machen zu können. Dann die Gunst des Kahns, hier kommt man an Kamele und an Geld. Hier ist zu beachten, dass da der nächste Würfel also mindestens die Zahl haben muss wie schon liegende Würfel. Und dann darf man sich also die Aktion nehmen. Um Gildensiegel zu bekommen, muss man hier also mindestens zwei Würfel hinlegen. Je nachdem, wie die Augenzahlen sind, darf man sich die dementsprechenden Siegel nehmen. Und diese Siegel kann man dann aufwerten und man bekommt dann Boni bzw. am Ende des Spiels dann noch Siegpunkte. Dann das Reisen. Ja, hatte ich ja erklärt, dass man zieht also hier los und muss dann, je nachdem, wo man hier die Würfel hingelegt hat, darf man dann verschieden weit ziehen. Zusätzlich muss man halt Wegegeld bezahlen und je nachdem, welche Stadt man besucht, darf man also hier so Stadtkarten aktivieren. Derjenige, der als erstes ist, bekommt hier diesen Kontorbonus. Eine weitere Möglichkeit in einer Stadt sind hier Aufträge zu bekommen oder in einer Sonderstadt kann man hier Sonderaktionen aktivieren durch das Setzen eines Handelsposten, um dann im Laufe des Spiels in jeder Runde halt eigene Würfel hier drauf zu setzen. Wichtig ist, dass man am Ende des Spiels noch Siegpunkte bekommt für jeden Handelsposten, den man besucht hat, der in einer Stadt steht. Dann gibt es dann hier diese Tabelle. Wenn ich also hier zum Beispiel 6 Städte besucht habe und da Handelsposten stehen habe, würde ich also am Ende des Spiels auch nochmal 8 Siegpunkte bekommen. Also es ist schon wichtig, dass man auf Reisen geht und Handelsposten setzt. Ja, ich denke, das Grundprinzip, der Spielablauf, der ist soweit klar geworden. Wir machen 1-2 Runden im Zweierspielmodus mal. Blau ist der Startspieler, das wird dokumentiert hier durch diese Figur. Blau würfelt mit seinen Würfeln, setzt die hier hin und überlegt sich jetzt, was er machen möchte. Wie immer bei solchen Spielen ist es die Qual der Wahl. Blau entscheidet sich für das Reisen. Er setzt hier die 2 und die 3. Das bedeutet, die geringere Augenzahl entscheidet, wie viele Schritte, 2 Schritte. Er geht hier 1, 2, zahlt 7 Geld und darf jetzt als erstes hier diesen Kontorbonus, das ist in dem Fall einen schwarzen Würfel, sofort würfeln und in seinen weiteren Zügen nutzen. Gleichzeitig
setzt er jetzt hier einen Handelsposten und darf jetzt bei den nächsten Zügen hier Würfel draufsetzen. Hier kann man also 3 Geld in Siegpunkt oder umgekehrt tauschen. Jetzt ist Grün an der Reihe. Grün setzt mal hier eine 1 ein. Musste er ja nur, ne? Mindestens eine 1. Und er wählt sich, weil er ja auch noch kein Jade hat, er nimmt sich hier einen Jadestein und 2 Pfeffer und legt das hier auf sein Tableau. Bei den Waren ist es so, dass es also kleinere Waren gibt, das sind also die 1, 2 Waren zum Beispiel hier. Es gibt aber auch einen größeren da, das bedeutet, das sind 3 Waren. Blau ist wieder an der Reihe. Den schwarzen Würfel, den er da bekommen hat, der gilt nur für diese Runde. Der muss also auf jeden Fall ausgegeben werden. Er verwendet den mal hier, den schwarzen Würfel, darf sich dafür 4 Geld nehmen und 2 Kamele. Grün ist an der Reihe. Grün kann zum Beispiel jetzt hier auf diesem Aktionsfeld schon gar nichts mehr legen, weil er ja hier mindestens eine 4 legen müsste, hat er in seinem Wurf ja gar nicht. Also muss er sich auf jeden Fall was anderes überlegen. Und Grün geht jetzt auch mal auf Reisen, und zwar legt er hier diese 1 hin. Er möchte nur einen Schritt gehen, muss 2 Geld bezahlen und geht jetzt hier mal in diese Stadt. Grün bekommt hier sofort diesen Bonus, das heißt 2 Gold. Darf auch einen Handelsposten hier hinsetzen und kann jetzt in einer Zusatzaktion, wenn er das wollte, hier versuchen, einen dieser Aufträge zu erfüllen, weil er ja schon einen Handelsposten hier hat. Blau ist wieder an der Reihe. Blau legt hier mal eine 5 hin und sucht sich einen Jadestein, eine Seite und ein Jadestein, Seite und Kamel aus. Grün legt mal hier einen Würfel in das Geldsäckchen und nimmt sich nochmal 2 Kamele. Blau macht das ebenfalls und nimmt sich 3 Geld. Grün möchte hier so ein Gütesiegel erwerben, setzt hier 2 Würfel hin. Auch da ist es so, dass der niedrige Augenzahl bestimmt, was genommen werden darf. Da er einen Einserwürfel hat, darf er sich hier ein Bauernsiegel nehmen. Blau geht nochmal in eins der Bücher, um noch Waren bzw. Kamele zu bekommen. Das kann er. Hier wird ja mindestens eine 5 gefordert. Es ist auch noch ein Platz da für seinen Würfel mit der 6 und er sucht sich nochmal 2 Jadesteine und 2 Kamele aus.
Die Runde ist beendet. Die Würfel kommen wieder zu dem dementsprechenden Spieler. Die anderen Würfel bleiben natürlich liegen. Der Schwarze kommt wieder zurück. Jetzt werden hier die Angebotsplättchen der Bücher weggenommen. Das sind nämlich auch gleichzeitig die Rundenzähler. Bedeutet, die erste Runde ist rum und die zweite Runde wird dokumentiert durch das Legen der Plättchen. Dann werden hier die zwei Stadtkarten, die ja nicht verbunden sind mit irgendeiner Stadt, auch erneuert. Dann würfelt jetzt jeder und addiert dann seine Würfel und der Grüne hat also mehr, hat also genau 15 Punkte. Der Blaue hat 10, der hat nur 14 Punkte und das bedeutet, als Ausgleich bekommt er die Differenz zu 15 entweder in Kamelen oder in Geld. Da sucht er sich dann das eine Geld aus. Eine neue Runde beginnt. Der neue Startspieler wird ermittelt, indem man sich jetzt die Reisen hier betrachtet, da wo also Würfel gelegen haben. Wir hatten ja gesehen, dass der blaue Spieler hier höher war, also bleibt der blaue Spieler der neue bzw. alte Startspieler. Der blaue Spieler geht wieder auf Reisen. Er möchte hier möchte nur in diese Richtung gehen. Das heißt, es reicht, wenn er eine 1 legt, zahlt 2 Geld und darf jetzt hier mit seinem Spielermarker 1 weiterziehen, indem er 6 Geld bezahlt. Und ein Kamel. Er stellt wieder einen Handelsposten hier hin, nimmt sich hier diesen Sofortbonus. Durch diesen Kontorbonus darf jetzt der Spieler Blau noch einen Schritt weitergehen, wenn er kann. Das macht er auch. Er kann hier einen Jadestein abgeben und ein Kamel und geht schon mal hier einen Schritt weiter auf die Oase. Da er ja hier einen Handelsposten gesetzt hat, darf er sich jetzt sofort einen Auftrag aussuchen und hier schon mal einen auf sein Spieltableau legen, weil er den ja eventuell irgendwann mal einlösen kann. Spieler Grün ist jetzt an der Reihe. Er hat jetzt auch mal ein paar höhere Würfel, aber trotzdem setzt er jetzt erstmal hier die 1, um sich nochmal ein Jadestein und 2 Pfeffer zu nehmen. Blau muss irgendwie an Geld kommen. Er nutzt hier dieses Feld hier um 2 Kamele und 4 Geld zu bekommen. Grün geht auf Reisen, darf jetzt hier ein Feld ziehen, geht schon mal hier auf die Oase gegen Abgabe von 2 Kamelen. Blau gibt die 2 ab und holt sich nochmal Geld.
Grün geht mal hier in dieses Buch, mindestens 5, und holt sich 2 Jadesteine und nochmal 2 Kamele. Blau möchte auch mal so ein Gütesiegel haben. Niedrigste Zahl ist 4. Er darf sich hier also eins von diesen Siegeln hier nehmen. Grün geht nochmal hier hin und nimmt sich 3 Geld. Ja, das war die zweite Runde. Wir nehmen die Würfel wieder vom Spielbrett. Wir ersetzen die Buchangebote zur Dokumentation, dass jetzt wieder eine neue Runde beginnt. Die Stadtkarten werden erneuert. Ja, der Stadtspieler wird ermittelt und ja, ich denke mir, so geht es jetzt also noch 3 Runden lang so weiter. Wir versuchen also unsere Würfel so einzusetzen, dass man damit dann auch Siegpunkte. Mittlerweile hat ja auch jeder schon genügend Waren jetzt angesammelt, sodass man dann eventuell jetzt dann dazu übergeht, Aufträge zu erfüllen, um damit dann Siegpunkte schon mal zu generieren. Ja, das ist Marco Polo 2 im Auftrag des Kahn, ein Spiel von Hans im Glück im Vertrieb von Asmodee für 2 bis 4 Mitspieler, Mitspielerinnen ab 12 Jahren. Viel Spaß!